Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Larilia, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob er zurückkommt, und das klären wir bei dieser Legung. Dieses Legesystem heißt, kommt er zurück. War das geplant, dass er geht? Die Antwort gibt dieses Bild, und das ist kein schönes Bild. Das sind die Einflüsse von außen und die Einflüsse von innen. Symbolisiert Lügen und Intrigen. Das, was ihn beeinflusst hat. Und das Innere, die Angst. Angst oder Zweifel an etwas. Er hat an sich selbst gezweifelt oder an dir gezweifelt nach diesem Lügen und Intrigen. Warum ist er gegangen? Das zeigt hier diese Kundalini-Energie. Er hätte gar nicht gehen sollen, sondern diese Situation klären, bereinigen. Und das war schon seine Aufgabe. Und das bedeutet, für diese Menschen, die diese Lügen verbreitet haben, hätte Grenzen setzen sollen. Und diese Kundalini-Energie hat auf seinen Gefühlen einen Einfluss genommen. Und das kannst du so vorstellen. In Gefühlsebenen gibt es zwei grundverschiedenen Systeme. Die eine System sind die negativen Gefühle, wird von dieser Person beherrscht. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. Wenn wir Ängste haben oder wenn wir zweifeln an etwas oder wir zweifeln an uns selbst oder sind wir mal wütend, das ist noch in einer Grauzone. Das kennt jede von uns, jede. Aber Hass und Neid, das sitzt tiefer und das ist die Quelle und das ist zerstörerisch. Ich würde nicht sagen, dass das so weit ist, aber Angst. Und seine Lernaufgabe war in dieser Situation, von seinen Ängsten befreien und zu diesen Personen mal Nein zu sagen, weil er braucht diese Heilung. Bei diesem Kundalini-Energie, das ist eine Schlangenenergie, symbolisiert auch die Apotheken, ist eigentlich die Heilung. Also die eine Schlange zieht die Energie nach unten und ist immer mit negativen Gefühlen verbunden, wie Angst. Und die zweite Schlangenenergie ist die Heilung. Und das ist immer mit positiven Gefühlen verbunden und das ist göttlich. Und zu diesen positiven Gefühlen gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut, Kraft, Vertrauen und Liebe. Das heißt, warum passierte das überhaupt? Damit er hier Grenzen setzt, ohne Angst. Weil das wäre ihm die Heilung gewesen. Und was könntest du von ihm erwarten, dass er diese Kraft hat und er wird das auch tun? Hättest du das verhindern können? Dieses Bild gibt die Antwort. Natürlich, die Münzen haben einen Bezug zum Finanzen. Und die Zahl 3 bedeutet,
Andere Menschen haben da Einfluss genommen. Außerdem bedeutet auch die Werte und Wertschätzung. Und das wurde genommen durch diesen Einfluss von außen. Es war schwierig oder es wäre schwierig gewesen, das zu verhindern. Aber wäre möglich mit viel Arbeit und mit viel Geduld. Was hat das ausgelöst, dass er gegangen ist? Das zeigt hier die Schicksal. Und das bedeutet, es war von Schicksal vorbestimmt, nicht dich zum Quälen, nicht aus dem Grund, dass durch diese Situation ihr zweifelt oder traurig seid, sondern er hat Lernaufgabe. Und die Lernaufgabe ist, von seinen Ängsten zu befreien, seine Meinung sagen, anderen mal Grenzen setzen. Also es war für ihn sehr wichtig und es war auch schicksalhaft. Durch diese Lage, durch diese Situation hätte er das verstanden sollen. Er hat das nicht gemacht. Er braucht dazu noch Zeit, bis er diese Kraft hat. Kommt er zurück, bald wird er Schritte machen in deine Richtung. Hier die Feuerelement zeigt auch mehr Kraft oder Mut oder Begeisterung. Gibt es anderen Frauen oder anderen Frauen, davon hat er verabschiedet. Und dieser Tal symbolisiert die Tal der Tränen. Diese Kontakte, diese Begegnungen hat ihm Unglück gebracht und aus diesem Grund ist er davon verabschiedet. Was will er? Er möchte diesen goldenen Kelch im Hand zu nehmen. Und das entspricht seinen Gefühlen. Und das möchte er dir überreichen. Wie lebt er jetzt gerade? Diese Herrscherin bedeutet symbolisch, er möchte sein Leben beherrschen. Er will seine Gedanken und auch seinen Gefühlen beherrschen. Bedeutet aber auch, dass jemand, eine weibliche Person, herrscht über ihn. Das kann die Mutter sein, Geschwister oder Kollegin oder Chefin. Also anderen weiblichen Personen beherrschen ihn oder befehlen ihn etwas. Und genau das ist seine Lernaufgabe, die Lügen und Intrigen erkennen. Dann braucht er Heilung, braucht mehr Kraft und Mut und Geduld, damit die Schicksalsweg oder dieser Schicksalsrat in die Richtung lenkt, dass er zurückkehrt, aber er hat Angst. Anderen Frauen spielen hier keine Rolle, da hat er davon verabschiedet. Er möchte seinen Gefühlen offen zeigen, aber anderen Frauen oder Frauen herrschen über ihn und befehlen ihm etwas. Liebt er dich? Dieser Kelch symbolisiert seinen Gefühlen und das bedeutet, ja, er liebt dich und was kannst du tun? Diese Liebe vertrauen. Was passiert? Dieser Wagen setzt etwas in Bewegung, bestimmt auch die Richtung, er kehrt wieder zurück. Jetzt befrage ich ganz konkret mein Pendel. Kommt er zurück, weil er dich liebt? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er kommt zurück. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er kommt nicht zurück.
Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht, oder wir sollen diese Frage momentan noch nicht stellen. Kommt er zurück? Ja, nein oder vielleicht. Erstmal bleibt alles stehen. Er hat Angst, andere haben einen Einfluss auf ihn, er kann sich nicht durchsetzen, aber langsam, langsam bewegt sich doch alles in deine Richtung und nimmt einen Schwung ein, also dann geht alles schnell voran. Liebe Larilia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.